Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle of Rima. Wir spielen heute den Pachycephalosaurus. Den habe ich, glaube ich, auf der neuen Karte noch gar nicht gespielt. Aber ich möchte unbedingt ausprobieren, ob man mit dem vielleicht die Hereras von den Bäumen hauen kann. Jetzt bricht er davor ab. Aber man kann ja so Kopfnüsse gegen Bäume machen. Da ist auch einer schon. Der versucht auf uns zu springen. Da, der klettert wieder hoch. Versuch's jetzt mal. Ah, leider kann man da anscheinend nichts machen. Ah, ich habe ihn fast erwischt. Schade, schade, schade. Das ist aber auch schwierig, weil der springt dann immer. Ich muss mir, glaube ich, mehr Zeit lassen. Ist egal. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Wir müssen uns jetzt erstmal um Essen kümmern. Leider haben wir jetzt da nicht die Zeit für, mit dem zu spielen die ganze Zeit. Ich werde erstmal schnuppern und hoffe, dass wir hier Food finden. Es sind auf jeden Fall viele andere Saurier unterwegs. Aber ich glaube, ich muss erstmal in Richtung Migration Zone gehen, damit wir uns halt vollfuttern können. So, jetzt sind wir in der Zone. Ich hoffe, hier finden wir jetzt gleich auch Food. Aber sollten wir eigentlich? Wir sind auch noch voll hell. Also wir sind echt gut zu sehen im Gras. Aber die Farbe ändert sich noch. Und da sind auch schon die ersten Diäten. Sogar die beiden perfekten, die wir brauchen. Ich höre ja auch die ganze Zeit Schreie, also ist echt viel los. Wir müssen echt aufpassen. Aber ich werde mich jetzt erstmal vollfuttern und dann suchen wir uns vielleicht ein paar Freunde oder eine Herde oder so. Ja, es wird jetzt gerade Nacht und es fängt an zu regnen. Also ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal im Busch verstecken und dann einfach die Nacht abwarten, so gut wie es geht. Oh, doch nicht. Da ist ein Theno, der schreit. Vielleicht können wir uns mit dem anfreunden. Da läuft was. Ich hoffe, das ist der Theno. Ja, tatsächlich. Hallo. Dann werde ich doch nicht im Busch chillen. Dann bleibe ich mal bei dem Theno. Ah, das ist ein anderer Pachy. Hallo. Ah, wie schön. Da haben wir ihn in der Gruppe. Oh, ich bin nicht mehr allein. Das ist ja ein Traum. Sehr, sehr gut. Ich glaube, hier gehen wir was trinken. Scheint auch ein sicherer Spot zu sein. Keine Ahnung, wo wir sind, aber ich folge einfach mal den beiden Erwachsenen. Ich hoffe, ich komme wieder raus. Der Theno ertrinkt gerade. Geht's dir gut, Theno? Ich hab's geschafft, ich kann trinken. Der kommt halt wirklich nicht mehr raus. Der Arme, ey. Schaffst es, Theno. Ach, er hat's geschafft. Gott sei Dank. Na,
Also die Chance, dass hier ein Croc drin ist, ist halt sehr, sehr gering. Weil das Wasser kommt da vorne aus ihm so ein Gebäude raus. Also das ist so ein Tunnel. Und dann fließt es hier direkt runter. Das ist ja cool. Das ist ein cooler Spot. Könnte man bestimmt auch nesten. Oh, wie gut. Die Sonne geht schon wieder auf. Die Nacht war anscheinend richtig kurz hier auf dem Server. Sehr, sehr angenehm. Für alle, die sich fragen, auf welchem Server ich gerade spiele, das ist Petit Pete's. Ein sehr, sehr cooler Server. Der hat nur so ein paar Regeln, was Mixpacking angeht. Ansonsten kann man hier fast alles machen. Das ist noch ein Pachy, ne? Oh, wie gut. Einfach noch ein Pachy. Und da kommt der Tenor wieder. Oh, ich habe mich gerade kurz erschreckt. Unsere Gruppe wächst. Ein Zera kommt. Okay. Dann verstecke ich mich mal. Das war gerade noch gar nicht wieder der Sonnenaufgang. Es war einfach nur so dunkel wegen dem schlechten Wetter und dann wurde es nochmal kurz hell und jetzt wird's Nacht. Oh Mann. Hier liegt echt viel Blut. Kann das sein, dass die hier gekämpft haben? Ah, tatsächlich, die haben den Zera besiegt, die beiden. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Aber wie gut. Kampfmaschinen. Nicht mal den treffe ich. Ha, jetzt habe ich ihn. Die erste Übung haben wir geschafft. Bald sind wir ein großer, starker Pachy. Ich glaube, Corbin ist mein Ziehvater und Stella ist meine Ziehmama. Ich glaube, die ist ein weiblicher Pachy. Ich bin auch ein Männchen. Wir sind jetzt wieder in der Zone angekommen. Ich höre hier auf jeden Fall noch andere Pflanzenfresser. Er öffnet sogar eine Kokosnuss. Vielleicht kann ich davon eine snacken. Oh, wie nie, blieb. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das geht, ehrlich gesagt. Ich bin gerade ganz froh, dass er mir die hier so vorbereitet. Ach, guck mal, hier sind noch andere Pachys. Oh, wie schön. Sind wir auf jeden Fall schon zu viert. Oh, wir sind voll viele. Was geht denn hier ab? Bin aber nicht mehr in der Gruppe irgendwie. Und ich glaube, jetzt rennen wir wieder zum Trinken, so wie es aussieht. Die Riesenfamilie. Zumindest rennen die neuen Leute dahin. Meine alten beiden sind noch da vorne. Was mache ich denn jetzt? Ist jetzt so ein Zwiespalt. Ich bleib bei meinen alten Leuten. Ich bleib auf jeden Fall mal bei Corbin. War ja, glaube ich, der erste, den ich getroffen habe mit dem Tenor hier zusammen. Die anderen finden wir hoffentlich irgendwann wieder. Es wäre halt echt cool, wenn wir so eine große Gruppe wären. Sind auf jeden Fall alle noch in der Gruppe. Sind halt gerade nur was trinken gegangen. Deswegen sind die ein bisschen weiter weg. Stella kommt hoffentlich auch gleich. Und ja, wir wandern wahrscheinlich jetzt erstmal wieder auch Richtung Trinken. Du kriegst jetzt auch noch einen Namen von mir.
Du bist... Ist das ein Männchen oder ein Weibchen? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Wildschwein. Du bist Igor der Tenno. Der gute Igor. Igor und Korben. Und die anderen sind alle weg. Keine Ahnung. Ich hoffe, die finden uns wieder. Oh, guck mal, Igor beschützt mich. Ist hinter mich gegangen wegen dem Wildschwein. Ah, du bist toll, Igor. Ich mag euch beide. Irgendwie wandern wir aber gerade immer weiter weg vor den anderen. Ich weiß nicht, ob die uns wiederfinden. Ah, jetzt ist zu spät. Jetzt ist egal. Ich bleib jetzt auf jeden Fall bei denen hier. Sind jetzt sogar schon hinter diese Mauer gegangen. Weiß aber auch nicht, was der Plan ist, wo die hinwollen. Aber ich glaube, wir können hier gleich auch was trinken. Hier dürfte auch ein Fluss sein. Weil hier ist ja auch eine Brücke. Aber ich halte mich da an meine Mates. Ich werde erst trinken, wenn die trinken. Gott sei Dank, da unten ist ein Croc, aber das ist ein Fisch, der fliegt. Oh, guck mal, das ist ein Kano, der gejagt wird. Ein Teno. Das ist aber, glaube ich, ein kleiner Kano. Vielleicht kann ich mich ja von der Seite ansneaken und in die Beine brechen. Und dann könnt ihr dann den Rest machen. Also irgendwas ist da gebrochen, aber keine Ahnung, ob das ein Beintreffer war. Kann sein, dass es einfach eine Body-Fraktur war. Ich glaube, die gehen da vorne was trinken. Hier ist auch noch ein Pachi. Oh nein! Oh, ich fass es nicht. Es hat Korben erwischt. Schnell was trinken. Oh, ist das traurig. Der arme Korben. Fieses Croc. Du hast meinen Ziehvater erledigt. Das gibt Rache. Ne, wahrscheinlich eher nicht. Na, lass dir schmecken. Kann ich nicht ändern. Jetzt muss ich bei den Tenos bleiben. Glaube ich, an der Dilo. Er kommt auch. Und hier ist auch ein anderer Pachi noch, der mithilft. Vielleicht könnt ihr mich ja in die Gruppe einladen. Vorne sind meine Teno-Freunde. Kämpfen gerade gegen irgendwas. Gegen den Dilo. Boah, das war knapp. Da ist er stehen geblieben. Oh ja, jetzt habe ich eine neue Familie. Das ist gut. Sind wir zu viert.
noch irgendwas Kleines. Ich glaube, das war ein Trodon oder so, das Geräusch. Ich bleib mal hier vor dem stehen. Das ist noch hier unser Igor. Der ist super angeschlagen. Der Server schon wieder abgeschmiert, oder? Keiner reagiert. Croc läuft auch nur gerade aus. Aber es wird nichts bringen. Server crasht halt gerade. Oh, wie tough wir sind. Wir kämpfen gegen einen Croc. Und das war's. Abgestürzt. Da ist Igor, oder? Der Angeschlagene hier. Igor, das bist du, oder? Das ist safe Igor. Ich glaube, ja. Ach, ist das schön. Weg hier, Jungs. Er versucht es auf jeden Fall nochmal. Pass bloß auf. Da ist er schon wieder. Vorsichtig. Na, hier können wir nicht mehr weiter trinken. Okay, er ist down. Ist voll geleckt. Ach, ein Dryo, guck mal. Ach, wie schön. Wollen jetzt echt gegen das Croc kämpfen? Aua! Das hat mich erwischt, aber ich habe ihm, glaube ich, auch eine Fraktur mitgegeben. Ich hoffe es zumindest. Ich glaube, so ein großes Croc kriegen wir halt nicht down.
Oh, das hat mich fast erwischt. Sehr gut, Thanos. Ich glaube, der hat keine Ausdauer mehr. Oh, ich bin rübergejumpt. Ups. Ah, er hat doch noch Ausdauer. Na, da verschwindet er ins Wasser, wo er hingehört. Schade, ich dachte, ich kann ihn baiten. Oh, wie kommt man denn hier hoch? Oh nein. Oh Gott. Ich dachte schon, der snackt mich jetzt. Das ist doch der von vorhin, oder nicht? Der freche Krokomann. Aber wenn der da jetzt am Land ist, kann ich da nicht trinken? Ich hoffe einfach mal nicht, dass der einen Mate hat. Gott, ist das gefährlich. Oh, der hat dem Pteranodon da runtergekickt. Dass Croc hier unten noch im Wasser ist? Vielleicht kann man das ja sehen. Hier ist ein Gully. Ich glaube, die da vorne wollen kämpfen. Da gehe ich mal dazu. Die können bestimmt meine Hilfe gebrauchen. Oh, Kanus. Oh, die haben mich fast überrascht. Aua. Oh, Gott. Schnell an den Klippen langlaufen. Das können die nämlich nicht so gut wie ich. Wir schleichen uns jetzt gerade an. Ich glaube, mein Mate greift an. Oh, leck das. Oh Gott.
Mir gut Schaden gemacht. Ich kann nicht angreifen. Oh, ich bin tot. Okay, krass. Ich habe aber auch gerade leider oft daneben geboxt mit der Attacke. Das ist aber auch sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man lange nicht gespielt hat mit dem Pari. Aber war trotzdem sehr, sehr cool heute. Hat echt Spaß gemacht. Falls es euch auch gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.